Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Weichkäsesalat. Was wir brauchen für den Salat? Ich habe hier Eisbergsalat, so halbe von dem Chicorosalat, italienische. Zwei frische Zwiebel, zwei Tomate, 200 Gramm Weichkäse und Kidneybohne von der Dose ausgewaschen. So, zuerst machen wir jetzt die Soße. Jetzt tun wir Teelöffel Salatkräuter rein. Salatkräuter, da kommt Salz. Salz rein, Pfeffer. Olivenöl. Dann mache ich noch Apfelessig rein. Apfelessig und Zitronensaft von der halbe. So, jetzt tun wir sie umrühren. So, die lassen wir jetzt ziehen, so lang, bis wir die Sachen schneiden. So, jetzt fangen wir an. Schneiden wir erst die Tomate. Nehmen wir das Stiel weg und den auch. So, den teilen wir zwei. So, jetzt schneide ich den Käse. Ich schneide mal Scheibe, so wie die Tomaten. Alles mundgerecht schneiden. So. Das können wir schon reintun. Machen wir rein. Alles. Den Bohne auch schon reinmachen. 300 Gramm Bohne. Den teile ich auch mal so. Zwiebeln. Schneide mal schräg. Einfach rein. Den machen wir mit der durch. Und durchschneiden einfach. Also so 1 cm. Weg. Da rein. Und hier durch. Okay. So, fertig jetzt. Tun wir sie mischen. Einfach Käse noch. So, immer von unten, dann wegen Soße, damit sie hochkommt, Soße. Jetzt tun wir das Teller rein. Fertig. So kann man sie servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit dem Weichkäsesalat. Bis nächste Mal, Ahmed. Tschüss.